Ihr seht jetzt nochmal einen Test zur neuen Luftumlenkung bzw. dem Diffuser. Die letzten Teile hatte ich ja schon im letzten Video gezeigt und vorgestellt. Hierbei haben wir das äußere Gehäuse durch Plexiglas ersetzt, sodass der Strömungsverlauf sichtbar gemacht werden sollte. Ja, die Rauchquelle war nicht wirklich geeignet, sodass man da nicht wirklich was erkennen kann. Hat ein bisschen einen Nebeneffekt gehabt, dass die Teile danach ziemlich verrußt waren und auch grün und orange. Aber alles nicht so wild, konnte man einfach alles wieder relativ einfach sauber machen. Jetzt zu den neuen Teilen. Hier haben wir erstmal die hintere Achsenhalterung aus hitzebeständigerem Edelstahl gefertigt, statt aus Messing. Ebenso haben wir dann ein Starttor vor die Turbine gesetzt. Aus Platzgründen müssen wir die dann leider ein bisschen in die Brennkammer hineinsetzen, da das sonst alles nicht mehr so gepasst hätte. Dann haben wir das Turbinenblatt, also die Turbine generell an sich kleiner gemacht und ein Edelstahlrohr zwischen die Turbine und die Schubdüse noch eingebaut. Da hat man jetzt Abstände, glaube ich, wahrscheinlich nicht ein Zehntel Millimeter, also schon ziemlich gering, dass man da wirklich wenig Verluste hat, und dann hoffen wir mal, dass das Ganze dann noch besser funktioniert.